Eine Eselsbrücke benötigen wir, wenn wir uns bestimmte Sachen einfach nicht merken können. Im Spiel von Ralf Zurlinde und Stefan Dorra sind dies ein Haufen Begriffe, die wir in kleine Geschichten verpacken. Erschienen ist der Partyspaß bei Schmidt Spiele, geeignet für 3 bis 12 Spieler ab 8 Jahren. Die Spieldauer beträgt ca. 30 bis 45 Minuten. Jeder von euch nimmt sich vor Spielbeginn eine eigene Ablagetafel. Die große Sprechblase kommt in die Tischmitte. Darauf wird auch direkt das erste Bildplättchen platziert, welches aus dem Beutel gezogen wird, laut benannt wird, hier das Ei, und dann verdeckt ausgelegt wird. Maximal können 6 Spieler oder Teams teilnehmen, wir spielen zu viert. In Runde 1 zieht der Startspieler zunächst so viele Plättchen aus dem Beutel, wie es beim entsprechenden Feld auf der Ablagetafel zu sehen ist, hier also 3 Plättchen. Diese werden zunächst wieder laut genannt. Hier Spinne, Höhle und schließlich ein belegtes Brot. Jetzt heißt es kreativ sein, denn diese 3 Begriffe müssen in einen Zusammenhang gebracht werden. Die Geschichten müssen dabei keinen wirklichen Sinn ergeben, sie müssen auch nicht der Wahrheit entsprechen. Es gilt einfach nur, so überzeugend zu sein, dass die anderen Mitspieler Bilder im Kopf entstehen lassen können und sich so alle Begriffe merken, denn später werden die Begriffe wieder abgefragt. Und los geht's. Sicher erinnert ihr euch noch an den letzten Sommer? Wisst ihr noch, als wir im Urlaub waren? Da war doch diese große, dunkle Höhle. Sagt mal, wer von euch kam noch mal auf die irrsinnige Idee, darin gleich 3 Tage übernachten zu wollen? 3 Tage in einer Höhle. Ohne Essen, das kann nicht gut gehen. Also haben wir einen ganzen Haufen belegte Brote geschmiert. Belegte Brote in den Taschen, belegte Brote in sämtlichen Rucksäcken, überall belegte Brote und das alles nur für einen Höhlenbesuch. 3 Nächte in einer dunklen Höhle. Das ist doch eine Story, mit der ich später bei sämtlichen Frauen angeben kann, oder nicht? Doch an was haben selbst die mutigsten Männer nicht gedacht? Spinnen! Spinnen, überall Spinnen in der Höhle, Spinnen über mir, Spinnen links von mir, Spinnen unter mir, Spinnen rechts von mir. Nein, danke. Lieber wieder zurück an den Strand. Der Stapel wird auf das Ablagefeld meiner Tafel gelegt. Der nächste Spieler folgt. Auch er zieht 3 Plättchen aus dem Beutel. Ein verspielter Kater, ein Bonbon und ein Nachthemd. Los geht's mit der neuen Story. Und das ist die Story von Moritz, Omas verspieltem Kater. Oma sagt jedes Mal, hört mal Kinder, dieses Tier, das ihr mir hierher gebracht habt, das ist sowas von verrückt, total irre im Kopf. Immer wenn der verspielte Kater eine Tüte mit Bonbons sieht, dann zerfetzt er sie und stopft sich sämtliche Bonbons in sein Maul. Und ich sag dann immer zu ihm, hör mal Moritz, wenn du weiterhin so viele Bonbons frisst, dann passt du irgendwann nicht mehr in dein schönes rosa Nachthemd. Omas Stapel geht auf Ablagefeld 1 dieser Tafel und der nächste Spieler ist dran. 3 neue Begriffe werden gezogen. Ein Kunstwerk, eine Gurke und ein Gespenst. Was lässt sich Spieler 3 wohl dazu einfallen? Oma und Opa feiern nächste Woche Goldene Hochzeit. Da dachte Opa sich, da muss doch ein ganz besonderes Geschenk für meine Frau her. Ein Kunstwerk, ein echtes Kunstwerk muss her. Opa ging zum nächsten Porträtmaler und ließ sich malen. Komplett nackt. Denn Oma soll ja schließlich auch noch Spaß haben. Am großen Tag packt Oma ihr Geschenk aus. Doch sie schaut ihren Mann nur fragend an. Herbert, das Gespinst, das sieht ja eigentlich ganz hübsch aus. Aber warum trägt es eine verschrumpelte Gurke mit sich rum? Story erzählt, Plättchen abgelegt. Nächster Spieler ist dran. Jeden Morgen steht die Queen von England vor dem Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist denn die Schönste im ganzen Land? Der Spiegel antwortet, das bist du, Königin.
Doch Camilla hinter den sieben Bergen, gleich bei den sieben Pferden, ist noch tausendmal schöner als du. Und jetzt nimm dein Haarspray und kleb deine Krone fest. Ich hab schließlich nicht ewig Zeit. Wieder werden die drei Plättchen zu einem Stapel zusammengelegt. Dann folgt eine komplette zweite Runde mit vier weiteren Geschichten. In Runde 3 werden dann erstmals vier Plättchen ausgeteilt. Ich erzähle euch diesmal das Märchen von Rotkäppchen. Großmutter rief bei Rotkäppchen an. Rotkäppchen, ich habe Hunger, ein Mörderhunger, Hunger auf Pizza. Pizza mit viel Käse. Also machte sich Rotkäppchen direkt auf den Weg. Pizza besorgt und dann mit dem Dreirad ab durch den Wald. Doch schon an der ersten Lichtung Stau, 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 Stau. Aufgrund zu hohen Wolfsaufkommen. Ja, was blieb da anderes übrig als die Pizza selber essen? Und Oma musste weiter hungern. Den ersten Viererstapel lege ich auf das dritte Ablagefeld meiner Tafel. Und jetzt kommt der eigentliche Clou des Spiels, die erste Raterunde. Dazu verteile ich nun den ersten ausgelegten Stapel an meine Mitspieler. Die Plättchen werden verdeckt auf die Hand genommen. Jeder Spieler kann also immer nur sein eigenes Plättchen sehen. Anhand des Plättchens, das der Spieler auf der Hand hält, wie hier zum Beispiel mein linker Nachbar die Höhle, muss er nun die Geschichte memorieren, die ich in der ersten Runde erzählt habe. Er denkt nach. Was hat denn der Ingo in der ersten Runde nochmal erzählt? Eine Story mit einer Höhle im Urlaub und einer Übernachtung und was war denn noch dabei? Eine Spinne. Richtig. Der Spieler, der die Spinne auf der Hand hält, gibt das Plättchen nun dem ratenden Spieler. Dieser legt es als Siegpunkt vor sich ab. Dann folgt der zweite Spieler. Er hält das belegte Brot auf der Hand. Er kann nur dieses Plättchen sehen und überlegt, welches Plättchen fehlt noch zur Story. Richtig, die Höhle. Das Plättchen erhält er vom entsprechenden Spieler als Siegpunkt. Sollte ein Spieler nur noch sein eigenes Plättchen auf der Hand halten und dieses als letztes erraten müssen, so muss er stattdessen das Plättchen erraten, das in der Mitte auf der Sprechblase liegt. Na, was haben wir hier am Anfang ausgelegt? Gut nachdenken und dann das Ei? Richtig. Damit geht dieses Plättchen ebenfalls an den Spieler und das belegte Brot wird stattdessen hier abgelegt. Alle anderen Spieler verfahren genauso, erzählen eine Vierergeschichte und lassen dann ihren ersten Stapel erraten. In Runde 4 und in Runde 5 kommen dann noch jeweils wieder vier neue Geschichten pro Runde hinzu und wieder müssen sämtliche Karten der ersten Runden erraten werden. Gar nicht so einfach, doch wenn alle Spieler alles richtig machen, erhält der jeweils aktive Spieler für seine gute Eselsbrücke ein Stopplättchen. Macht er dann selber mal einen Fehler, muss er für die angegebenen Minuspunkte eben nicht mehr so viele Plättchen abgeben wie eigentlich vorgesehen, hier zum Beispiel 3. Hier muss der Spieler nur ein Plättchen ablegen und dann folgt direkt das Stopplättchen. Dieses schützt alle anderen Plättchen, zwar verliert der Spieler das Stopplättchen, aber die restlichen Plättchen bleiben liegen. In Runde 6 und in Runde 7 werden dann keine neuen Geschichten mehr erzählt, sondern nur noch die Stapel aus den Runden 4 und 5 zum Raten verteilt. Sobald kein Spieler mehr einen Plättchenstapel vor sich liegen hat, endet das Spiel. Alle zählen nun ihre gewonnenen Bilderplättchen. Wer die meisten hat, gewinnt. Den Testbericht zum Spiel und viele weitere Videos findet ihr wie immer auf unserer Internetseite www.spielkult.de.